So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich experimentiere gerade ein bisschen rum, ich suche immer noch eine neue Location für Ramses Kitchen, habe jetzt in der Wohnung einige Standorte ausprobiert, hat mir alles nicht gut gefallen. Jetzt probiere ich das Ganze mal auf dem Balkon. Ich habe vorhin so rumgesessen, also ungefähr so, da war das alles irgendwie zu dunkel. So rum hat es mir auch nicht gefallen. Jetzt stelle ich sie einfach vor mich, damit ihr diese Landschaft gar nicht sehen könnt. Ja, aber ich stelle es vor mich und ihr seht mich und ich bin beleuchtet und dann habt ihr das im Hintergrund und vielleicht ist das die neue Location. Mal schauen. Wir haben jetzt was zu essen bestellt. Und zwar für ein paar Testvideos habe ich gedacht, ich möchte mal Burger testen beim Indian Restaurant Bombay. Beziehungsweise ist da auch eine Pizzeria mit drin, die Pizzeria Mamma Mia, Inhaber Santok Bains. Die haben jetzt auch eine neue Karte und hier gab es Burger. Zwei Burger habe ich mir jetzt mal bestellt. Ich möchte aber für jedes ein extra Video machen. Es gibt nämlich zum einen diesen Burger hier. Das ist der teuerste Burger auf der Karte. Und dann diesen Burger. Und der sieht voll klein aus und der sieht voll fett und groß aus. Den gibt es aber im nächsten Video. Und heute möchte ich euch zeigen, was das für ein Burger ist. Den mal testen, weil ich den noch nicht hatte. Ich gucke mal ganz kurz in die Karte, lese euch vor, was das ist. Das steht nämlich bei amerikanische Snacks. Die haben theoretisch alles. Die haben also Burger, die haben Chicken Wings, die haben Pizza, die haben amerikanische Pizzen, die haben Calzonen, die haben Nudelgerichte, die haben Tagliatelle, die haben Gnocchi, die haben Lasagne, überbackene Sachen, die haben Fleischgerichte und Schnitzel, auch Kebabchichi, alles mögliche, indische Gerichte, Aufläufe, griechische Spezialitäten, Omelette, ich habe noch nie Omelette irgendwo gesehen, Beilagen, zum Beispiel American Pizza Brot oder Pizzabrötchen oder Falafel und Frühlingsröllchen, chinesische Gerichte, auch eine ganze Karte, Rösti-Gerichte, Insalata, besondere Salate, auch mexikanischer Salat und so weiter, dann Getränke, Desserts. Und weil das noch nicht alles ist, gibt es ja eigentlich auch diese zweite Karte, wo direkt von diesem indischen Restaurant von Bombay nochmal so viele indische Gerichte drinstehen. Das meiste kann man gar nicht lesen, weiß gar nicht, was das ist. Aber das Ding ist auf jeden Fall mega brutal und da gibt es viel zu entdecken. Was ich jetzt hier habe, ist ein Burger und zwar bei American Snacks gibt es den Chicken Club Burger. Das ist die 416 für 6,50 Euro. Chicken Club Burger, zwei Pets, paniertes Hühnerbrustfilet, Käse, Salat und Tomaten. Den möchte ich jetzt mal auspacken. Ein Chicken Club. Ist also so klein und handlich, könnte man sagen. 6,50 Euro stolzer Preis. Wenn man woanders irgendwie Burger holt, kosten die 3,50 Euro. Normaler Hamburger 3,50, Cheeseburger 3,50, vielleicht mittlerweile auf 4 Euro hoch. Der kostet 6,50 Euro. Wir machen ihn jetzt hier mal auf. Ist extra nochmal eingewickelt in Alufolie. Ob das ein besonderer Trick ist, damit der Burger nahrhaft und frisch und lecker bleibt, weiß ich nicht. Oder ob die halt einfach zu viel Alufolie haben und das verschwenden wollen. Für die Umwelt, die freut sich auf jeden Fall nicht. Jetzt haben wir den hier so da. Können den mal rumklappen und schauen uns den ersten Eindruck an. Das Brötchen ist, ja, wenn ich es hier schon sehe, hier ist schon schwarz. Ja? Hier oben ist richtig dunkel. Ansonsten ist das Brötchen weich, aber gleichzeitig auch wieder irgendwie wie Gummi, fest. Ich werde den Burger jetzt wahrscheinlich hier einfach mal rausnehmen. Werde das Papier einfach runterwerfen und habe mir hier diese super Unterlage geholt. Da möchte ich den Burger jetzt draufstellen für das Thumbnail dann. Möchte euch aber auch nochmal zeigen, hier ist also Salat drauf, hier sind Gurken drauf, hier ist so richtige Cornflakes, Panade, der dampft auch jetzt sogar noch ein bisschen. Das sind zwei Scheiben Fleisch drauf, zwei Cornflakes, Panaden, hier unten noch Gurken, Tomaten, hier ist irgendwelche Soße. Das also der Bombay Burger, der Chicken Club Burger. Fürs Thumbnail halten wir das mal kurz so rein. Das ist der Chicken Club Burger.
Ich glaube, so kann ich mit leben. Also ich finde das echt hier mit dem weißen T-Shirt in dieser Location sehr angenehm, sehr passend. Jetzt geht es aber um den Geschmack. Schmeckt der denn auch? Er sieht auf jeden Fall köstlich aus. Sogar die angebrannten schwarzen Stellen sehen irgendwie gut aus. Jetzt beißen wir einfach mal rein. So, diese Cornflakes-Panade ist knusprig. Du merkst jeden einzelnen Flake. Ganz am Ende kommt irgendwie eine sehr fettige, schmierige Note, was wohl an der Soße liegt, die unten dran ist. Du merkst aber die Tomaten, du merkst die Gurken, du merkst ein bisschen die Zwiebeln auch raus. Das Hähnchenfleisch ist an sich zart. Du kannst es gut beißen, du hast zwei Taler drauf, zwei Scheiben Hähnchenfleisch. Gefühlt kriegst du schon eine halbe Maulsperre gerade. Und das Hähnchenfleisch ist aufgrund der Panade trotzdem aber irgendwie ein bisschen trocken. Das könnte irgendwie ein bisschen saftiger sein. Ich nehme einen Bissen und krieg direkt Durst. Gerade eben auch durch die Panade. Wir nehmen einen zweiten Bissen und gucken, ob wir danach noch leben und noch atmen können. Jetzt tropft die Soße unten raus, beziehungsweise das, was halt unten rum ist und sich mit den Tomaten vermischt. Geschmacklich finde ich das trotzdem in Ordnung. Schmeckt eigentlich recht gut. Schmeckt trotzdem recht frisch. Würde ich auch nochmal essen, aber ihr habt halt einen mega Durst, wenn ihr das trinkt. Das heißt, nehmt euch immer ein Glas Wasser dabei oder eine Flasche. Wie seht ihr das? Mögt ihr Chicken Burger? Mögt ihr dann eher so zartes Chickenfleisch oder sagt ihr, Knusperpanade ist ein Muss? Bei Knusperpanade habe ich bis jetzt immer ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Das muss keine Knusperpanade sein, keine Cornflakespanade. Ohne finde ich sogar meistens noch besser. Das war aber der einzige Chicken Burger, den ich jetzt so gesehen habe, zum Bestellen. Ich beiße jetzt nochmal rein, verabschiede mich aber schon mal. Würde ich nochmal nehmen, wenn ich Hunger habe, einen schönen Chicken Burger. Würde ich den auch nochmal essen, kein Problem. Schönes Bier dazu vielleicht beim nächsten Mal. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.